Einen wunderbaren guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und herzlich willkommen hier in der neuen Handelswoche, wo es wieder sicherlich das ein oder andere Spannende in den Charts gibt, das uns die Möglichkeit eröffnet, den ein oder anderen Trade für unser Portfolio zu finden. Und damit fangen wir auch heute an. Blick in die Woche. Es geht in den S&P 500. Wir schauen uns mal das WTI wieder an und das Cable, britischer Pfund, US-Dollar, Ludger, Elena, Alexander, allen hier, die auch live zuschauen, einen ganz tollen guten Morgen und einen schönen Start in die neue Woche. Ja, ich hoffe, ihr habt alle besser geschlafen als ich. Ich bin heute Morgen ein bisschen müde. Von der Seite her muss ich erst richtig munter werden. Heißt also, für mich heißt das hier, nach dem munter werden kann ich anfangen mit Traden. Vorher sollte ich das besser nicht tun, weil ich weiß, dass ich da Fehler mache. Also ein Checkpunkt auf meiner Liste, munter sein, kann ich noch nicht abhaken. Aber ich hoffe, ich führe trotzdem hier gut durchs Webinar und bleibe auch für Sie natürlich hier auch immer up to date. Das heißt, ich gucke einfach rein, wenn hier Fragen auftauchen. Also wenn Sie eine Frage haben, gleich hier in den Chat bei Facebook posten, beziehungsweise auch den ein oder anderen Wunsch. Dazu habe ich auch letzte Woche noch eine Info bekommen über Facebook. Und zwar das Währungspaar Schweizer Franken, japanischer Yen. Jetzt musste ich nochmal kurz auf meinen Spickzettel gucken. Das schauen wir uns heute mal noch als Wunschchart hier an dieser Stelle auch an. Bevor wir in die Charts reingehen, der Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Wichtig ist, dass Sie wissen, alles, was wir hier machen, sind Informationen für Weiterbildungszwecke, keine Handelsideen. Und Sie sollten natürlich auch wissen, wie Sie mit CFDs und FX handeln. Wenn Sie das nicht können, lassen Sie sich bitte an entsprechender Stelle beraten, weil nur so können Sie das Ganze auch langfristig profitabel durchführen. Damit in die Nachrichtenschau für heute. Sie sehen hier, es gibt einige Relevanzen, die wir heute haben. Hier geht es los um 13.30 Uhr mit der PCI-Kernrate, das ist der Preisindex. Das ist so ein bisschen was Richtung Inflation, also wie sich die Preise entsprechend auch entwickelt haben. Diese Informationen gibt es um 13.30 Uhr. Sie wissen, Inflation aus den USA, das hat immer etwas auch mit der Zinssituation zu tun. Zu hohe Steigerungsraten hier wären ungünstig. Da müsste die Fed die Zinsen zu stark, zu schnell anheben, was schlecht für den Aktienmarkt entsprechend wäre. Also all diese Dinge können daraus kommen. Wir müssen mal schauen, was die Märkte daraus machen. Auf alle Fälle, die Zahlen bekommen wir hier heute um 13:30 Uhr. Was bekommen wir noch? Wir bekommen aus den USA die Privatausgaben für den Monat September. Der USA-Markt ist ja sehr konsumgeprägt. Das heißt, hier steigende oder fallende Werte wären halt für steigende oder fallende Aktienmärkte entsprechend Referenzpunkte. Auch da geht es um 13.30 Uhr um die wichtigen Dinge. Und dann gibt es heute im Laufe des Tages noch den Dallas Fed Geschäftsindex. Und wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es auch noch eine Rede. Ja, genau hier. Der Fed-Chef von Chicago, der spricht um 14.45 Uhr. Und ja, so sieht es heute aus mit der Tagesplanung im Reich Euro und US-Dollar. Wer hier noch andere Währungen tradet, bitte immer auch auf die anderen Währungen mit draufschauen. Da gibt es auch Nachrichten. Habe ja schon das ein oder andere Mal gezeigt, wie das Ganze hier geht. Und damit gehen wir mal rüber in den MetaTrader hier mit dem Add-on, dem Stereo-Trader. Diejenigen, die noch nicht wissen, was der Stereo-Trader ist, ich zeige Ihnen das Ganze gleich nochmal, damit Sie sehen, wie das auch hier reinkommt, weil das ist ja ganz normal der MetaTrader 4, den werden Sie von vielen, vielen anderen Brokern auch kennen. Hier bei Tickmill gibt es allerdings eine schöne Besonderheit, und zwar ist das der MetaTrader. Hier auf der Website finden Sie übrigens auch alle Informationen rund um die Instrumente zu den Kosten. Hier finden Sie auch meinen Blog-Eintrag, wo Sie jeden Tag nachschauen können. Und bei den Werkzeugen, da finden Sie den Stereo-Trader. Also jetzt zeige ich es oft genug, jetzt weiß ich, wo der Stereo-Trader steht. Hier bei Stereo-Trader in den Werkzeugen finden Sie alle Informationen und wie Sie auch rankommen. Das also zum Stereo-Trader auf dieser Art und Weise, auf dieser Seite. So, dann gehen wir einfach mal rein hier in die wichtigsten Paare bzw. Werte, die ich heute für Sie auch ausgearbeitet habe. Hier, das ist gerade mal Euro, US-Dollar. Der spielt heute keine ganz so wichtige Rolle. Wir starten mal mit dem S&P 500 hier rein. Wenn allerdings jemand eine Frage zum Euro-US-Dollar hat, gleich einfach raus damit. Ne? Wir gucken uns den Chart auch an. Nur weil ich jetzt gerade sage, der spielt für mich jetzt keine Rolle, heißt das nicht, dass ich auf den Chart nicht drauf gucken kann. Das ist halt so von mir für Sie das Angebot. Auf alle Fälle. So, jetzt hier der Chart. US 500, das ist das Kürzel hier vom S&P 500. Wir sehen hier einen wunderbaren Abwärtstrend, weit in seiner Bewegung. Jupp, und dann gibt es hier unten immer mal so ein paar Spikes, wo der Markt auch wieder rückläufig wird. Hier die Marke von 2000.
675 Punkte. Das war hier so das Tief hier hinten, dieses Korrekturtief, was wir gehabt haben. Wann war das gewesen? Im Mai diesen Jahres, Ende Mai, war das hier ein Tiefpunkt. Jetzt steht der Markt wieder da, dreht, tingelt hier immer so ein bisschen rum, geht ein bisschen drüber, geht ein bisschen drunter. Hier lief er schon mal deutlich weit. Ne? Am Freitag war das Tief bei 2627, Sie sehen es hier unten. Und dann gab es wieder diesen starken Rücklauf hin Richtung dieser Marke von 2675 Punkten. Und damit merken wir, der Markt, der findet hier unten, je tiefer er fällt, immer wieder Käufer. Das Blöde ist halt, er fällt immer, immer tiefer, um Käufer zu finden. Das möchte ich jetzt mal so in den Raum stellen. Für das kurzfristige Trading kann halt hier irgendwann ein Rebound einsetzen, weil diese Bewegung doch schon ein ganzes Stückchen weit gelaufen ist. Heißt also von der Stelle, wenn wir sehen, dass der Markt hier rumdreht, weil wir haben hier in diesem Bereich immer mal schon die Situation gehabt, dass der Markt wieder nach oben geschnäpst ist, dann gäbe es möglicherweise hier den Weg nach oben, kurzfristiger Rebound, erst einmal ans Tageshoch vom Freitag bei 2692. Und dann haben wir hier oben diese wichtige psychologische Marke von 2700 Punkten im S&P 500. Da kann der Markt auch immer mal wieder reinlaufen. Das ist halt so die Marke, wenn man nach oben tradet, braucht man unbedingt auch Ziele, die man reinlegt, damit wir hier auch Marken finden können, wo wir sagen, jetzt machen wir mal so ein bisschen Gewinnmitnahme. Ne? Und da sind natürlich solche Level, wie wir die hier haben, wo der Markt uns zeigt, hier haben wir immer schon mal ein bisschen hin und her geschwankt. Ja, da will ich nicht gleich drunter, da will ich nicht gleich drüber. Das sind so Marken, wo man einfach auch mal sagen kann, danke, gut, jetzt war es das. Deswegen muss der Einstieg stimmen und die Ziele, die man sich setzen kann, die kann man sich sehr schön aus dem Chart raussuchen. Warum der Markt hier so schwankt, weiß ich nicht. Wir sehen aber, er schwankt. Wir haben das hier gesehen, hier drüben. Hier wollte er nicht erst richtig drüber. So, dann ist er drüber, dann wollte er nicht richtig drunter, dann ging er wieder hoch. Also wir sehen, das ist schon eine Marke mit gewisser Anziehungskraft, wo der Markt auch nicht einfach so loslässt. Das heißt hier, ungewöhnlich wäre es nicht, wenn wir jetzt einen schönen Rücklauf noch sehen. Wie schon gesagt, hier erst einmal das Hoch vom Freitag im Anlaufpunkt wäre interessant. Wenn es dann noch etwas mehr Rebound sozusagen gibt, hier dieses Tief von dieser Kerze, das war der Bruch hier, dieses Tiefpunktes, danach hat sich dieser Trend fortgesetzt. Auch das ist ein interessanter Anlaufpunkt, wo der Markt auch immer mal gerne wieder ranläuft, hier bei der Marke von 2709. Und sollte es dann noch ein Stück weiter höher gehen, haben wir noch ein weiteres Tageshoch liegen bei 2723. Müssen wir mal sehen, was hier kommt, sollte der Markt tatsächlich nach oben ansteigen. Für den Weg nach unten blicken wir natürlich auch nach unten. Heißt also hier erst einmal auf alle Fälle, das Tief vom Freitag ist ein Anlaufpunkt auf der Unterseite. Und dann haben wir hier, dazu mache ich den Chart mal ganz kurz etwas kleiner, damit wir sehen, wo die Marken herkommen. Wir haben hier aus dem Trendverlauf nach oben, haben wir Marken, die wir rausnehmen können, wo der ja möglicherweise Support finden kann, der Weg nach unten. Das wäre als nächstes hier die Marke um die 2615, 2600. Dann hätten wir hier unten so diesen Bereich um die 2583 und dann hier diese Tiefpunkte bei 2557. Und hier kommt natürlich der ganz, ganz große Support bei 2530. Der große Support, den sieht man auch sehr, sehr schön im Trendverlauf der Woche, wenn wir uns das hier mal anschauen. Das ist also die Bewegung, die Korrektur und dann die Bewegung hier entsprechend nach oben. Und das ist dann hier sozusagen das Korrekturtief dieser tiefen Korrektur und das Ding liegt halt einfach hier unten. Bis dahin kann der Markt zurücklaufen, ohne diesen starken Schub nach oben kaputt zu machen. Wenn man sich das mal auf Wochensicht anguckt, auf Monatssicht sieht das Ganze identisch aus. Also das ist schon eine Marke, die kann eine sehr, sehr, sehr hohe Relevanz haben und deswegen sollte man die auch immer irgendwo mit auf dem Schirm haben, wenn es hier nach unten geht und auch an solchen Stellen vielleicht nach Umkehrmustern schauen, weil dort kann immer mal so ein bisschen Ping-Pong passieren oder wir schaffen es, richtig nach oben zu drehen und dann wieder die Fahrt Richtung der Allzeithochs aufzunehmen. Ich will da um Gottes Willen jetzt noch nicht die Fahrt Richtung Allzeithochs aufnehmen, aber wir müssen einfach mal schauen, wenn man das Ganze mal anschaut, der Wirtschaft in den USA geht es ja gut, das haben wir auch im Bischbuch gesehen, von der Seite her würde es mich nicht wundern, wenn wir wirklich nochmal einen schönen Schub nach oben bekommen Richtung Jahresende, aber wie schon gesagt, es würde mich nicht wundern, wissen, ob das kommt, das kann ich natürlich auch nicht. Da müssen wir uns einfach auf das verlassen, was uns die Trader hier zeigen, die Händler, um zu sehen, wie wir mit den Märkten entsprechend auch umgehen können. Auf reiner Tagesbasis ist der Index jetzt selbstverständlich weiterhin in seinem Abwärtstrend. Jetzt korrigiert er hier ein bisschen, müssen wir schauen, was einfach rauskommt. So, damit zum nächsten Titel hier. Und zwar gehen wir mal in den WTI. Der WTI hat ja einiges an Federn gelassen. Wenn wir mal gucken, wo der herkam, der hatte sein Hoch hier drüben im
Oktober bei 77,10. Sein Tief hat er ein paar Wochen später gefunden, erst einmal bei 65,61. Das ist jetzt mal die Situation, wie wir sie haben. Und was haben wir noch? Zusätzlich, wir haben jetzt hier etwas Korrekturbewegung. Und wir sehen hier oben diese Marke, die ich so ein bisschen in Blau eingezeichnet habe. Das ist eine interessante Marke, wenn man mal in die untergeordnete Zeiteinheit reinschaut, in den Stundenchart. Das machen wir jetzt mal ganz kurz, bevor wir wieder in den Tageschart reingehen. Nämlich, das ist hier drüben eine Marke, da wollte der Markt noch nicht so richtig drüber. So, also hier ist er reingelaufen, hier ist er rangelaufen, hier ist er rangelaufen, kommt aber nicht so richtig zu Potte. Das heißt, hier an dieser Stelle können jetzt zwei Dinge passieren, wenn wir uns nur mal klassisch den Stundentrend anschauen würden. Ja? Dann sehen wir hier in diesem Chart die Situation, dass wir, sag ich mal, keine tieferen Tiefs haben. Das heißt, wir haben sogar leicht ansteigende Tiefs. Ne? Das Tief hier ist höher als das Tief und das Tief hier ist höher als das Tief hier unten. Das heißt, wir haben leicht ansteigende Tiefs. Wir haben hier einen Markt, der immer mal nach oben trendiert. Das heißt, hier haben wir den Schub bis hierhin gehabt, das sind wir wieder rumgedreht, das gab ein tieferes Hoch, aber auch ein höheres Tief. So, dann sind wir wirklich drüber gelaufen. Das heißt, wir haben jetzt ein höheres Tief und ein höheres Hoch. Das ist so in dem Kleinen so ein bisschen eine Tendenz, dass wir sehen können, der Markt könnte hier unter Umständen tatsächlich mal ein bisschen mehr Rebound nach oben machen und hier diese Marke antreten. Das heißt, wenn wir das mal so sehen, dann hat sich hier untergeordnet, ich mache das mal ganz kurz grün für Sie, damit wir im Kontext eines Aufwärtstrends bleiben, haben wir hier die Situation, dass der Markt aus diesem Bereich nach unten nicht wirklich richtig runter will, also mehr oder weniger seitwärts tendiert. Aber rein technisch, klassisch technisch gesehen, könnte es unter Umständen sein, dass sich der Aufwärtstrend, der sich jetzt hier gebildet hat, aus seiner Korrektur heraus dann fortsetzt. Das heißt, dass wir jetzt hier Korrektur sehen, die kann gut und gerne weit nach unten laufen, dann hier unten rumdreht und der Markt dann nach oben nimmt. Das wäre etwas, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wo wir aus der Stunde, aus der Korrektur der Stunde heraus nach oben traden können. Das heißt, da nehmen wir uns einfach den 5-Minuten-Trend beispielsweise und schauen, wie der verläuft. Und hier unten, hier drüben haben wir das ja auch gesehen. Wenn wir uns den 5-Minuten-Trend mal anschauen, dann sehen wir, wann der Markt rumdreht, wie das Ganze ausschaut. Und das sehen wir hier sehr, sehr schön. Schauen Sie sich das mal an. Der Markt, der lief hier schön. Sie sehen den Abwärtstrend nach unten, nicht immer sehr sauber, das muss man auch dazu sagen. Aber wir haben gesehen, wo der Markt hier unten angefangen hat, nach oben zu trenden. Das haben wir gesehen. Und das sind so die Sachen, wo wir dann sehen können, jetzt dreht der Markt rum und es kommt etwas Korrektur bzw. etwas Schub nach oben rein. Und das Ganze können wir jetzt hier auch sehen, wenn der Markt jetzt hier diesen 5-Minuten-Trend, diesen Abwärtstrend, den wir jetzt hier am Laufen haben, wenn der bricht, dann kann auf der Stunde ein Umkehrmuster entstehen. Und dieses Umkehrmuster könnte dann in Richtung des aufwärtsgerichteten Stundentrends getradet werden. Das ist natürlich immer für das kurzfristige Trading, das sage ich an der Stelle ganz, ganz klar, weil, ich nehme das hier mal ganz kurz wieder raus, mache den Chart mal etwas sauber, dass der Tag dann auch vernünftig aussieht, wenn wir uns den anschauen. Wenn wir auf den Tag gucken, so, jetzt mache ich den Tag mal wieder rein. Wenn der Tag heute jetzt um wäre, das ist jetzt wäre, ich spreche hier mit Absicht im wäre, dann wäre das hier eine Umkehrkerze, eine Short-Umkehrkerze. Das heißt, wir sind jetzt hier nur in der Korrektur. Die Korrektur, die hat hier oben angefangen, hier unten aufgehört. Und wenn wir hier mal diese Fibonacci-Retracements reinlaufen, die mich schon ein bisschen kennen, die wissen, ich habe mir diesen Fibonacci-Retracement-Indikator etwas angepasst, weil für mich die reinen Fibonaccis nicht so eine Rolle spielen. Ich messe damit die Korrekturtiefe aus. Aber wenn man das mal so sieht, wir sind hier in die 50% Korrektur reingelaufen und drehen jetzt rum. Das heißt, das wäre, wenn der Tag jetzt zu Ende wäre, ein Umkehrsignal für die Short-Richtung. Und deswegen sage ich immer, bitte aufpassen, was wir hier traden. Ja, die Stunde, wir sehen es gerade, hat das gemacht, was ich gerade eruiert habe. Schiebt die Stunde wieder nach unten und bricht, dann haben wir ein 1A-Trendfortsetzung in der Stunde nach unten, also gen Süden. Deswegen immer genau aufpassen, was hier getradet wird. Ich zeige hier die Situation im Chart auf, wo Bewegung reinkommen könnte. Wir müssen ganz genau schauen, was wir traden. Wer nach oben tradet, bitte immer im Hinterkopf halten. Wir haben hier oben einen Widerstand bei 68,42. Wenn es der Markt schafft, sich darüber zu etablieren, dann haben wir in der Stunde sehr schön den Aufwärtstrend, dann liegen die Tageshochs hier da. Die weitere Korrektur könnte dann möglicherweise vielleicht auch noch in die 70,63 reinlaufen. Müssen wir einfach mal schauen. Holger, schönen guten Morgen. Also das zur Oberseite, aber da brauchen wir wirklich erst das Signal, dass der Markt rumdrehen will. Das haben wir momentan definitiv noch nicht, aber es besteht zumindest mal die Chance, dass das passieren kann. Setzt sich das ganze Teil nach unten fort? Na klar, dann sehen wir hier unten die Tagestiefs. Wir haben ein Tagestief bei 66,06 und 65,9 und dann hier unten das Trendtief, das aktuell bei 65,61. Da kann es dann auch hingehen. Warum sage ich das?
mit beiden Richtungen, auch in dem kurzfristigen, schauen Sie sich mal die aktuelle Schwankungsbreite an. Hier kann innerhalb von einem Tag so viel passieren. Das, was wir jetzt hier in Schwarz sehen, das heißt nach unten, das kann heute Nachmittag Geschichte sein. Ja? Die Kerze kann heute Nachmittag hier oben stehen. Das wissen wir alles nicht. Deswegen müssen wir reinschauen und schauen, was der Markt macht. Aber auf alle Fälle, das WTI ist sehr, sehr spannend. Aus dem Grund hat es heute auch den Weg hier in die Handelsideen hinein gefunden. Und dann schauen wir noch auf das Cable hier. Britisches Pfund, US-Dollar. Da haben wir das. So, dann läuft der Markt hier, wie wir es sehen, wie geschnitten Brot nach unten. Wir hatten den Markt hier ja vor kurzem schon mal angesprochen, als ich gesagt habe, guckt euch das mal an, was hier passiert, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Da waren wir in einer Situation, wo der Markt hier noch über dieser Marke hier markiert hat. Und da sagte ich damals, wenn wir hier drunter laufen, dann bildet sich ein Abwärtstrend. Ne? Wir hatten hier schon das erste Achtungszeichen, ein tieferes Tief. Ein tieferes Hoch. Der hat zwar hier an dieser Stelle mal kurz diesen Wert rausgenommen, was grundsätzlich gut gewesen wäre, wenn der Markt dann wieder hochgedreht hätte, dann hätten wir aber vor diesem Punkt rumdrehen müssen. Ist nicht passiert. Hier ist schön der Abwärtsdruck gekommen. Und wer sich das Ganze mal auch von oben anschaut, wir sind hier in einem intakten Abwärtstrend. Der Markt läuft einfach nur runter. Er läuft halt nicht immer so schön sauber. Bilderbuch, wie das immer in den Lehrbilderbüchern ausschaut, wo alles wirklich wunderschön traumhaft ist. Der Markt dreht immer im Abwärtstrend vor dem letzten Korrektur hoch um, macht das alles sehr sauber. Das ist im echten Leben nun mal ein klein wenig anders. Heißt also hier an dieser Stelle, wir sind hier nach unten gelaufen. Und interessant ist jetzt, wir sind ja hier, wir sehen das ja in einer weiten Bewegung. Die weite Bewegung ist jetzt runtergelaufen bis in diese Marke hier rein, wo wir ein Support-Level hatten bei 1,27982. Hier, da gab es Freitag eine hervorragende Umkehrkerze. So ein Schönhammer, schöne Lunde von unten entsprechend hier reingelaufen und rumgedreht. Das ist ein tolles Zeichen, ja. Das ist erstmal ein Achtungszeichen, wo man sagen kann, jupp Jungs, der Markt, der könnte hier rumdrehen und ein bisschen was an Korrektur machen. Was läuft nach oben? Jetzt hatten wir hier das Tageshoch vom Freitag. Da müssen wir natürlich erst einmal drüber. Das haben wir heute Nacht schon mal angelupft. Aber das war es dann auch. Ne? Da kommt noch nichts drüber. Wir müssen wirklich drüber. Der nächste Schub hier nach oben wäre dann hier. Wenn wir uns die Stunde mal anschauen, die Stunde hatte hier ein Korrekturtief. Dann lief sie hoch. Ein Trendtief sozusagen. Dann lief sie hoch und dann schiebt der Markt runter. Hier. 1,28694, das ist ungefähr die Marke. Das wäre mal so etwas, was man im kurzfristigen Bereich nach oben anlaufen könnte. Bleibt der Markt dann stärker und macht er etwas tiefer Korrektur, dann ist der nächste Wert hier oben 1,29254. Einfach nur zur Planung des Trades. André, guten Morgen von meiner Seite her. Danke für die lieben Grüße, ich freue mich darüber. Ganz, ganz offen auch. Also ich freue mich immer, wenn hier gegrüßt wird, weil die Kommunikation ist halt wirklich so wichtig. Der ein oder andere mag das vielleicht kennen als Trader. Wir sitzen hier im Trading, am Trading Desk. Du bist halt die ganze Zeit einfach nur alleine. Deshalb freue ich mich auch auf die WOT. Da, wie schon gesagt, da machen wir einige schöne Sachen. Kommen Sie da ruhig vorbei und besuchen Sie uns am Stand und da können wir auch ein bisschen plaudern. So, jetzt zurück zum Chart. Immer schön am roten Faden bleiben. Also wir drehen hier rum. Die Oberseite hatte ich gerade besprochen. Wenn dieses Signal bestätigt wird, wird es nicht bestätigt. Dann müssen wir nach unten gucken. Nach unten haben wir das Tagestief vom Freitag. Wenn der Markt runterläuft, dann muss er natürlich auch da unten drunter durch. Heißt also, Schnitt durch diesen Support, Tagestief vom Freitag bei 1,27756 und dann geht es weiter nach unten. Dann setzt sich schön dieser Aufwärtstrend nach unten fort. Nächster Anlaufpunkt, dann haben wir hier noch ein Tagestief, hier drüben dieses Tagestief bei 1,27274 und dann haben wir hier diesen dicken Tiefpunkt, den wir hier, wann war das gewesen, im August, 15. August, ja, da habe ich den Sommerurlaub genossen, da hat der Markt hier ein Tief markiert, 1,26720, das war das Tief. Das ist das, was wir hier mittelfristig nach unten wieder haben. Heißt also, wenn der Markt weiter schwach bleibt, dann haben wir hier deutlich was nach unten noch zu laufen. Das sind die Marken nach unten, kurzfristig könnte es hochgehen und wie es kurzfristig hochgehen kann, das gucken wir uns natürlich wieder in der Stunde an, weil die Stunde hat ja was Interessantes gemacht in der letzten Woche. Gucken wir uns mal an hier, schön Trend nach unten. Hier gab es eine Seitwärtskorrektur über die Zeit. Das ist auch etwas, ich liebe sowas zu traden. Das ist einfach eine total geniale Situation, weil da zeigt uns der Markt hier, wir laufen nur seitwärts, tickel, tickel, tickel. Das ist eine Korrektur über die Zeit in einem Trend. Das heißt, wenn das Ding bricht, Trendfortsetzungsmuster, dann kann man immer schön ein Stück weit nach unten nehmen. Allerdings, wenn ein Trend so alt ist wie der hier, wenn er schon ein ganzes Stückchen weit gelaufen ist, dann ist halt meistens das Potenzial auch nicht so da. Aber gut, das ist dann halt so. Fakt ist aber eins. Danach sind wir hochgelaufen, sind über dieses Korrektur drüber gelaufen. Das hat uns der Markt jetzt gezeigt. Gucke mal hin. Hier könnte eventuell jetzt was nach oben gehen, weil, guckt mal, was wir haben. Bewegung, flache Overnight Range. In
einem Schub nach oben. Läuft der Markt hier drüber, dann könnte es einen Aufwärtstrend geben. Und dieser untergeordnete Aufwärtstrend, oder dieser Aufwärtstrend, der hier entsteht, der hat dann das Zeug, hier in das Tageshoch reinzulaufen, beziehungsweise mal hier an diesem Markt ranzulaufen, um das Ganze zu sehen. Ich weiß, die ein oder anderen Händler sagen, Mensch, das ist, die haben wir doch einen Außenstab, das ist doch alles Innenstab, das zählt als komplette Bewegung nach unten. Ja, das ist auch wirklich so, das zählt als solches, aber nichtsdestotrotz, ich sage auch immer, wenn es genug zum Traden gibt, wenn der Markt in diesem Bereich Raum genug gibt, dann kann man auch sagen, wenn es dann über diese Kerze oben drüber geht, was machen wir denn dann? Dann verlassen wir diese Kerze nach oben hin. Hier haben wir sie ja nach unten verlassen. Das heißt, hin oder her, das ist ein Außenstab, das ist ganz nett, das ist jetzt eine Bewegung, das war eine Korrektur, das ist weiter eine Bewegung nach unten gewesen. Jetzt sind wir über dieses Korrektor hoch drüber gegangen. Das kann man nicht wegnehmen. Und wenn wir hier drüber schieben, dann gibt es einen Aufwärtstrend, einen untergeordneten Aufwärtstrend. Den schiebt es dann nach oben und der hat dann halt das Potenzial, ein Stück weit nach oben zu laufen. Und der hat dann sogar das Potenzial, im Tageschart etwas weiter nach oben zu laufen. Da müssen wir einfach noch sehen, wie weit er läuft. Und das müssen wir aus dem Charts rausnehmen. Und hier können wir dann auch sehr, sehr schön den Stundenchart befragen. Das heißt, wo sind denn hier interessante Punkte im Chart? Und das wäre einmal hier diese Marke um die 1,28,9. Und dann haben wir hier oben diese wichtigen Punkte, die wir hier im Chartverlauf sehen. Das kann man schon sehr, sehr gut zur Planung der Ziele hier in diesem Bereich auch nehmen. Von der Seite her interessant auf alle Fälle. Nach oben und nach unten. Gucken wir mal, ob wir in der Stunde was nach unten sehen. Ja, gut, in der Stunde sehen wir logischerweise hier dasselbe wie im Tag. Ich komme jetzt leider nicht weiter zurück hier. Das heißt, hier gucken wir einfach im Tag. Die Potenziale nach unten, die hatte ich ja entsprechend auch aufgezeigt, die dann hier erst einmal in dem, was wir hier sehen, auch noch vor uns liegen. Also hier auch Spannung im Cable auf alle Fälle vorprogrammiert. Und damit gehe ich noch in einen Wunschmarkt rein. Ich hatte das ja avisiert, musste jetzt nochmal auf meinen Spickzettel gucken. Schweizer Franken, japanischer Yen wurde hier auch nachgefragt und deswegen gucken wir uns die Währung nochmal kurz an. Jetzt muss ich nur das richtige Währungspaar rausnehmen. Schweizer Franken, japanischer Yen. Ach, jetzt haben wir hier wieder so hässliche Sachen drin liegen. Wir machen das mal kurz anders. So, neuer Chart. Neues Chartfenster. Pam, da haben wir es. So. Japanischer Yen, Schweizer Franken, Tageschart. Läuft. So, jetzt haben wir hier das Ganze. Was haben wir hier? Wir haben einen Markt, der brutal nach unten läuft. Ja? Wir haben schön hier einen Aufwärtstrend gehabt. Hier haben wir schön den Bewegungstrend an dieser Stelle gesehen. Hier gab es mal einen kleinen Zacker nach unten. Das sieht man sehr, sehr schön auch im Stundentrend. Was sehen wir hier? Das Teil ist einfach nach unten gerichtet und zwar ziemlich stark nach unten gerichtet. Ich werfe mal ganz kurz einen Blick in den Tageschart hinein. Heißt also hier in den Wochenchart, entschuldigen Sie bitte. Also wenn wir uns das ganze Teil mal in groß angucken, dann sehen wir hier Folgendes. Wir sehen hier schön den Aufwärtstrend. Den zeichne ich jetzt einfach mal kurz ein, um das komplett mal herzuleiten. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach. Das heißt hier an dieser Stelle, was haben wir hier? Guckt mal, hier haben wir schon ein tieferes Hoch, beziehungsweise kein Hoch, was höher gelaufen ist. Das heißt, wir hatten hier die Situation, dass wir noch nach unten gelaufen sind. Hier hatten wir Korrekturtief. Dann hatten wir hier die Situation, dass der Markt schon gar nicht mehr richtig drüber wollte. Wir gucken mal ganz kurz, das Technische. Das Hoch hier hatten wir bei 118,6 und hier bei 118,5. Das heißt, wir hatten hier erstmals ein tieferes Hoch. Ist immer erstmal ein Achtungszeichen. Ne? Ich habe ja die ganze Geschichte auch schon mal im S&P 500 hergeleitet. Heißt also an der Stelle, hier sehen wir jetzt einen Abwärtstrend auf Wochenbasis. Ne? Das heißt, hier ist das Teil einfach entstanden. Ich mache diese Linie mal kurz in Rot, als wir hier unten drunter gelaufen sind. Das heißt hier, als wir unter dieses Tief gelaufen sind, hat sich der Abwärtstrend gebildet. Das, was wir jetzt hier drüben auf der Woche gesehen haben, ist die Korrektur dieser Abwärtsbewegung in diesem Abwärtstrend, in diesem laufenden Abwärtstrend sozusagen. So, das, was wir jetzt hier sehen, ist die Bewegung nach unten. Wenn wir uns das Ganze in der Woche mal anschauen, auf Wochenbasis haben wir hier als nächsten Anlaufpunkt nach unten hin das Tief der Vorwoche bei 111,562. Dann weitere Punkte nach unten, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ist dieser Tiefbereich hier bei 110,7 und danach hier nach unten hin den Markt bei 110,269 hier in diesem Bereich. Und dann, wenn sich dieser Trend fortsetzt, natürlich hier nach unten hin die ganze Geschichte bei 108,488. Das mal auf Wochenbasis. Und jetzt ordnen wir das Ganze mal eben noch im Tageschart hier ein. Das heißt, wir gehen in den Tag hinein
Und da sehen wir jetzt einen Markt, der extrem stark hier nach unten läuft. Wir haben entsprechend schon mal auf das Wochentief der letzten Woche hier im Markt. Das sehen wir auch hier, steigt der Markt jetzt heute nach oben an. Heißt also, wir müssen mal sehen, jetzt könnte es vielleicht so ein bisschen Korrektur an dieser Stelle geben. Wir sehen ja hier diesen starken Schub entsprechend auch nach unten. Und wir hatten dann hier, wenn man sich das Ganze mal in der Stunde anschaut, die Bewegung und die Korrekturen, die letzten, die zeichne ich hier einfach mal auf. Also das heißt, das war jetzt Korrektur, das war Bewegung, das Ganze hier war Korrektur, das Ganze, was wir unten dann sehen, ist starke Bewegung gewesen, das heißt, wir standen hier sehr, sehr weit in der Bewegung und da wird eine Umkehr nun mal irgendwann auch eine Korrektur überfällig, die kommt jetzt, das haben wir schon gesehen, am Freitag lief der Markt schon deutlich nach oben und wenn sich das Ganze jetzt fortsetzt hier, wenn der Markt positiv Tendenzen weiter aufmacht, dann haben wir hier halt nach oben hin hier so ein bisschen die Tageshochs liegen, das Freitag-Tageshoch bei 112,468 ungefähr, dann haben wir hier das Donnerstag-Tageshoch, die relativ in der Reichweite liegen bei 112,629, das mal hier zur Oberseite hin, wenn wir Korrektur bekommen, die etwas weiter läuft, da hilft uns natürlich auch die Stunde ein bisschen. In der Stunde sehen wir jetzt hier natürlich diesen schönen Abwärtstrend. Der Abwärtstrend ist auch weiter absolut intakt. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist einfach nur die Korrektur dieses Abwärtstrends. Hier, wenn wir hier oben drüber gehen, über diese Marke, über diesen Bereich hier oben, dann könnte es eventuell sein, dass sich hier untergeordneten Aufwärtstrend bildet, der dann die Korrektur noch etwas weiter nach oben bringen kann. Das muss man sehen, wie es läuft. Also hier, das mal mein Blick auf den Chart vom Schweizer Franken, japanischen Yen. Ich hoffe, die Frage, der Fragesteller hat die Antwort hier jetzt auch gut mitbekommen. Es hilft Ihnen ein bisschen und damit wünsche ich auch allen anderen einen schönen Trading-Tag, einen tollen Start in die neue Woche. Die Handelsideen sind gut für die ein oder andere Bewegung von der Seite her. Hoffe ich, es hat gefallen. Danke nochmal für auch alle, die hier zuschauen und wir sehen und hören und lesen morgen wieder voneinander. Um 8.30 Uhr geht es hier wieder live ins Webinar. Vorher gibt es auf der Website von Tickmill bzw. auch direkt hier auf Facebook auch direkt den Blog-Eintrag und noch einen kleinen Hinweis hier in eigener Sache. Wir wissen ja, oder ich hatte das letzte Woche auch gesagt, der Giovanni macht hier mit uns Webinarreihe. Das nächste Webinar, was der Giovanni hat, ist am 14.11. Und da poste ich hier an der Stelle auch gleich nochmal den Link. Das ist ein Bitly-Link. Einfach anmelden. Das Ganze kostet nichts. Huch, das ist aber viel jetzt. Ich muss mal ganz kurz schauen. Das wollte ich, glaube ich, nicht alles rein haben hier. Ich muss das mal kurz weglöschen. Ich gucke mal, dass ich den Link noch anders finde. Also alle, die sich hier mit anmelden wollen für das Webinar auf der Website von Tickmill fehlt aus irgendwelchen Gründen dieser Link. Zumindest hat er vorige Woche gefehlt. Ich kopiere den mal ganz kurz rein. So, hier kopieren. Und dann schiebe ich den mal kurz rüber. Also alle, die sich anmelden wollen, die live dabei schauen wollen, hier habe ich mal den Link reingestellt. Da kann sich jeder anmelden. Das kostet nichts. Von der Seite her einfach anmelden, dabei sein, wenn Giovanni hier an dieser Stelle ein paar seiner Handelsideen, nein, nicht Handelsideen, ein bisschen Trading-Strategie entsprechend auch gibt. Also wir sehen das hier. Was macht er? Der Online-Trading-Vorbereitungskurs ist das. Hier dabei sein. Das letzte Webinar steht jetzt auch schon auf der Website drauf. Und wer live dabei sein will, nimmt sich am 14. die Zeit und guckt einfach mit in den Markt hinein. Gut, an dieser Stelle bis morgen. Ich freue mich drauf. Allen gute Trades. Toi, toi, toi. Guten Wochenstart und bis dann. Machen Sie es gut, Ihr Max Seidel. Tschüss.